Am Ende war es doch noch ihr Abend. Zum Schluss der MTV Music Awards begeisterte Beyoncé das Publikum mit einem 20-minütigen Zusammenschnitt ihrer größten Songs. Und dann kam auch noch ihr Mann Jay-Z und Tochter Blue Ivy auf die Bühne und machten der Sängerin eine Liebeserklärung. Zuvor war es nicht ganz so gut gelaufen für Beyoncé. In 8 Kategorien nominiert, konnte sie lediglich 3 Awards einheimsen. Miley Cyrus schnappte ihr den Preis in der wichtigsten Kategorie Video des Jahres weg, in der Cyrus für ihr Skandalvideo zu Wrecking Ball ausgezeichnet wurde. Für die Sängerin nahm ein Wohnungsloser namens Jesse den Preis entgegen und machte auf das Schicksal von Menschen ohne Obdach aufmerksam. Ich habe in Notunterkünften dieser Stadt überlebt, habe eure Hotelzimmer geputzt, ich war Statist in euren Filmen, in eurem Leben. Ich mag für euch unsichtbar gewesen sein, aber ich habe dieselben Träume, die manche von euch hierher gebracht haben. Neben den Preisverleihungen, der erste des Abends ging an Katy Perry für ihr Video zu Dark Horse, und einem halben Dutzend Performances gab es an diesem Abend in Los Angeles auch stille Momente. So wurde dem kürzlich verstorbenen Robin Williams gedacht. Und das Publikum legte auf Bitte des Musikers Common eine Schweigeminute für den jugendlichen Michael Brown ein, der am 9. August in Ferguson, Missouri von einem Polizisten erschossen worden war. Yeah. Yeah, give it up.